Am Montagmorgen zu früher Stunde, kurz vor unserer Abfahrt nach Darmstadt und kurz vor dem Abschlusstraining. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz mit unserem Cheftrainer Michael Fronzek. Guten Morgen. Und dann eröffnen wir direkt die Frage-Antwort-Runde. Bitte sehr. Lars Beike von der Bild-Zeitung. Vielleicht die einfachste Frage zuerst. Personell, wie sieht's aus? Gestern gab es ja noch ein bisschen Probleme beim Arthur. Gibt es da schon Entscheidungen oder muss man abwarten? Lag gerade auf der Pritsche. Und wenn jetzt um 11 Uhr gleich ein lockeres Training machen, weiß ich noch nicht. Also hat einen Schlag gekriegt, einen deftigen Schlag und mal schauen. Ist relativ kurz, von Samstag auf Dienstag. Aber wie gesagt, wir haben noch ein paar Stunden Zeit und werden schauen, ob er zur Verfügung steht zu den, die so und so ausfallen. Ist natürlich Marcello durch die Sperre. Nicht auf dem Platz. Von daher wird es sicherlich die eine oder andere Veränderung geben. Gleich vielleicht die Nachfrage. Nimmst du dann den Arthur auf jeden Fall mit? Oder? Ja, also ich habe jetzt gerade kurz mit ihm gesprochen. Wir werden es so machen, dass er gleich antestet, wie es geht. Ich denke, dass er mitfahren kann. Ob er dann anfängt oder von der Bank kommt, das werden wir dann sehen. Tobias Manske, Bild-Zeitung. Da auch nochmal zum Personal, wie ist das mit Olli Sorg? Der hat jetzt gestern wieder mittrainiert. Ist das zu früh morgen in Darmstadt oder ist das da schon eine Option? Ich glaube, wenn der Olli, das war jetzt nicht so lange, das war ja in Köln, hat er noch auf dem Platz gestanden, eine Halbzeit. Ist jetzt gut eine Woche her, ist wesentlich besser geworden. Er hat, wenn er jetzt keine Probleme von der gestrigen Einheit hat, ist er sicherlich ein Kandidat für den Kader. Dirk Tietenberg, Neue Presse. Der Vorteil oder, also ich sehe das Vorteil, schon mal in Darmstadt gespielt zu haben, zu wissen, was da halt los ist, wie das in der Kabine aussieht, haben wir im Vorfeld alle irgendwie nicht gewusst, wie ist das denn so, wie ist die Akustik so, wussten wir auch vorher nicht. Aber was bringt das schon mal gegen Darmstadt gespielt zu haben, früh in der Saison und sie dann beobachtet zu haben und sie jetzt als Pokalgegner zu haben, ist es jetzt eher schlechter oder besser, dass man schon mal da gespielt hat? Ja, ich glaube, dass wir, wenn ich das so ein bisschen zurückdenke an das Spiel, dass wir das sehr gut angenommen haben. Ich denke, das ist immer so ein bisschen back to the roots. Wie gesagt, ich fand da wirklich nichts Schlimmes dran, ja? Mal wieder in normalen Kabinen zu sein und nicht den hohen Standard zu haben, den andere Clubs haben. Das ist ja auch ein Stück weit, woraus Darmstadt ihre Stärke zieht, dass sie wirklich da einen anderen Weg gehen. Und den gehen sie wirklich sehr, sehr gut und bemerkenswert, gerade jetzt auch in der ersten Liga. Und ja, das ist, wir brauchen ja nicht mehr darüber zu sprechen. Es ist ja, die Zeiten sind vorbei. Es gibt vielleicht 3, 4 Spiele, wo man sagt, da ist der Bundesligist so hoher Favorit. Ansonsten gibt es ja keine leichten Pokalgegner mehr. Ja, ob du jetzt gegen den Drittligisten spielst, irgendwo auswärts, jetzt Bundesliga, Darmstadt gegen Hannover, das ist ein offenes Spiel, ihr macht ein ähnliches Spiel wie unser erstes Spiel in Darmstadt, sehr kampfbetont und das ist sicherlich, wird es über die Einstellung gehen und da werden wir uns sicherlich konzentriert darauf vorbereiten, in der Kürze der Zeit und werden gleich nach Darmstadt fahren und werden dieses Spiel natürlich so annehmen, dass wir eine Runde weiterkommen wollen. Ich denke, dass Darmstadt das auch vorhat. Nächste Frage kommt von Michael Richter vom Kicker. Michael, daran gleich anknüpfend. Ihr habt gegen Darmstadt die Bundesliga eröffnet mit 2-2, dann gingen die Wege so ein bisschen auseinander. Kannst du mal so unter den Aspekten Qualität der beiden Mannschaften, Stabilität, aber auch vielleicht Euphorie so einen Vergleich ziehen, warum es für die Darmstädter eigentlich sehr positiv weiterging und warum es bei uns hier in Hannover eher schwierig und kritisch aussieht? Ja, das ist... Darmstadt ist jetzt, glaube ich, im dritten Jahr mit derselben Mannschaft unterwegs, aus der dritten Liga kommt, Jahr für Jahr aufgestiegen und du packst natürlich immer mehr an Selbstvertrauen in die Mannschaft und man hat dann irgendwann gesagt, ja, aber jetzt sind sie in der ersten Liga angekommen, jetzt ist es dann, jetzt wird es ruhiger
Und ich kann mich gut daran erinnern, als ich nach dem 2-2 die erste Frage gestellt kriegte, ja, aber das kann auch nicht der Anspruch von Hannover 96 sein, in Darmstadt 2-2 zu spielen. Und ich weiß nicht, ob der mir die Frage damals gestellt hat, das dann auch mal weiterverfolgt hat, weil sie haben dann eine Woche später auf Schalke unentschieden gespielt. Sie haben dann gegen Hoffenheim unentschieden gespielt, in Leverkusen gewonnen. So viel zu dem Thema Darmstadt. Ich glaube, dass die das sensationell machen. Man wird sehen, wie weit der Weg gehen wird. Aber bis jetzt ist das wirklich, wirklich beachtenswert. Ich meine, auch so eine Mannschaft wie Wolfsburg gewinnt 1-0 da. Ohne sie jetzt an die Wand zu spielen. Und das ist schon schwierig und kompliziert, weil sie sich natürlich gefunden haben über die Jahre und da auch was entwickelt haben, was schwer zu bespielen ist. Nichtsdestotrotz sind sie natürlich zu schlagen. Das haben wir morgen vor. Und unsere Situation, denke ich, Michael, haben wir jetzt aber schon zigmal haben wir darüber gesprochen, wie das zustande gekommen ist, welche schwierige Saison wir letztes Jahr hatten mit 16 nicht gewonnenen Spielen und diesen Umbruch dann aus dieser Mannschaft dann wirklich elementar wichtige Spieler zu verlieren, in der Kürze der Zeit einen Kader zusammenzustellen in 3-4 Wochen. Also die Erwartung letztendlich an Hannover 96 ist natürlich immer eine andere, als um den Abstieg zu spielen. Aber ich habe immer wieder betont, und zwar nicht aus Selbstschutz, dass das eine knüppelharte Saison wird. Aufgrund der Tatsache, dass das halt im Sommer sehr, sehr kompliziert war und keiner wusste, in welcher Liga wir eigentlich aufschlagen. Und wir in der Kürze der Zeit auch wenig Zeit hatten, Leute wirklich adäquat zu ersetzen. Ja, und da sind wir halt einen anderen Weg gegangen und von daher wird das jetzt unabhängig davon, ob du 7 Punkte in 3 Spielen holst und jetzt gegen Frankfurt verlierst, ob man das jetzt als kritisch bezeichnet oder wenn ich so mal durch die Gazetten heute Morgen gelesen habe, wie das Spiel bewertet worden ist, bin ich weit von entfernt, das so kritisch zu sehen, aber ich weiß, dass es eine ganz komplizierte Aufgabe ist. Dann geht es weiter mit Julia Metzner vom NDR Hörfunk. Herr Fronzek, Sie haben ja gerade auch schon ein paar Mal gesagt, die Kürze der Zeit zwischen Samstag und morgen. Ist es gut für die Mannschaft, dass es jetzt so schnell weitergeht nach diesem Spiel am Samstag? Oder ist es schwer, das aus den Köpfen zu bekommen? Also es ist... haben relativ viel investiert, sind 120 Kilometer gelaufen, haben viel auf den Platz gelassen. Und wenn du dann verlierst, ist das nie gerade positiv. Aber wie gesagt, das sind englische Wochen, die hat jeder anzunehmen und jeder so zu nehmen, wie sie kommen. Und sicherlich ist es immer schön, wenn du 2-3 Tage später wieder auf dem Platz stehst, ja, und versuchst, Dinge zu korrigieren. Das werden wir machen. Lars Beike nochmal. Das ist ja diese Eigenheit dieses Pokals, dass es morgen auf jeden Fall eine Entscheidung gibt. Das heißt möglicherweise auch im Elfmeterschießen. Elfmeter habt ihr noch nicht so viele gehabt. Ich glaube, einen in Darmstadt. Wie machst du das als Trainer? Hast du vorher welche festgelegt? Hast du das üben lassen? Machst du das spontan? Guckst du dir in die Augen? Oder wie würdest du mit so einer Situation umgehen? Ich denke, 120 Minuten erstmal in den Knochen zu haben, in der Kürze der Zeit, wie wir gerade schon gesagt haben, ist dann wichtig, ja, was du für einen Eindruck von den Spielern hast, die gerade dann noch auf dem Platz sind. Ja, und wer dann den besten Eindruck macht, wer den frischesten Eindruck macht, und die werden dann nominiert. Und Stefan Hox, Radio 21. Herr Fronzek, zuletzt hat man manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass so die letzte Leidenschaft in kritischen Situationen fehlte. Also so ein bisschen wie in einer Beziehung, die zwar funktioniert, aber wo das letzte Feuer fehlt. Ist das jetzt als Pokalgrundlage vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass man jetzt einen Wettbewerb hat, wo man relativ schnell, kurzfristig Erfolg haben kann? Die Frage verstehe ich überhaupt nicht. Ja, das wäre nett. Naja, wo die Leidenschaft gefehlt hat.
in Anlehnung an, naja, wenn man dann sich umhört, dann hört man ganz oft, wenn es schon spielerisch nicht ganz so gut läuft, dann erwarten wir zumindest, dass gekämpft wird. Das meine ich zum einen. Zum anderen. Ich denke, 120 Kilometer auf dem Platz zu lassen, das zeugt nicht unbedingt davon, dass die Mannschaft nicht alles gegeben hat auf dem Platz. Nein, so habe ich es auch nicht gemeint. Aber ich meinte halt, dass man sozusagen, wenn man 7 Punkte holt und dann 1-0 führt, dass man dann in Anlehnung an die Frage, die ich Samstag auch gestellt habe, dass man dann halt normalerweise ja das Selbstbewusstsein haben sollte, um wieder was gegenzusetzen. Das hat mir so ein bisschen gefehlt am Samstag. Ja, das hat aber für wenig mit Leidenschaft zu tun. Das hat wenig mit Leidenschaft zu tun. Ich denke, dass die Mannschaft immer alles versucht, immer alles gibt. Und dass das Samstag ärgerlich war, nach dem Spielverlauf, nach dem, was in den letzten Wochen passiert ist, darüber brauchen wir nicht zu sprechen, aber ich verwehre mich da wirklich gegen, dass die Mannschaft nicht alles auf den Platz lässt. Und womit ich gar nichts anfangen kann, ist, wenn man sagt, ja, aber die Leute sagen, damit kann ich gar nichts anfangen. Die Leute sagen viel, es sagt jeder irgendwas. Dirk Tietenberg, Neue Presse. Da der Elfmeter eben schon mal durch die Hintertür reinkam in Darmstadt, der Elfmeter von Mevlüt war gewiss für ihn auch eine Situation, die ihm natürlich nicht gut getan hat, wie auch immer. Er hat auf der Bank gesessen, kam jetzt wieder rein. Wie siehst du ihn jetzt gerade? Du hast ja gesagt, willst ihm Zeit geben und so weiter. Wie ist seine Rolle jetzt? Kann er eventuell Arthur auch vom Anfang an gleich ersetzen? Kann man den Jungs mal daneben, sie machen sich schon warm, ihr hört, wie heiß sie sind. Ja? Ja? Das ist die Leidenschaft, von der wir gerade gesprochen haben. Guck mal, ich guck gar nicht mehr hoch. Hast du es gehört? Ne? Ja, ja. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass der Mev uns weiterhelfen wird. Eine schwierige Phase gehabt, überhaupt keine Frage. Arthur ist natürlich mit dem Spiel Dortmund, mit den 2 Toren, arbeitet sehr viel für die Mannschaft, ist ein wichtiger Mannschaftsspieler und dieselbe Rolle kann der Mevlüt auch spielen. Ja? Beide sind auch in der Lage, Tore zu erzielen. Wer jetzt morgen anfängt, das werden wir sehen, aber hätte auch kein Problem, wenn der Mevlüt nochmal an den Punkt geht, wenn es dann zum Elfmeterschießen kommt. Michael Richter vom Kicker. Wenn wir gerade schon mal bei den Leuten sind, für die Darmstadt so ein bisschen Schlüsselerlebnis war, dann gehört auch Mikko Albanos, glaube ich, dazu, der da nicht so glücklich gespielt hat. Gefolgt sind auch dann ein paar unglückliche Wochen, jedenfalls aus meiner Sicht. Die Leute sagen es auch, ich sage es auch, dass er schon besser gespielt hat. Wie siehst du seine Rolle auch in der Möglichkeit, jetzt mit Oliver Sorg vielleicht wieder reagieren zu können auf den Außenpositionen? Hat Mikko vielleicht doch irgendwie noch zu sehr unter dieser Sommerbelastung zu kämpfen? Ist so ein Spiel wie morgen vielleicht einmal eins für ihn, um durchzuatmen, Pause zu nehmen? Wie siehst du seine Rolle generell? Ja, ich glaube, dass der ein oder andere sicherlich eine Pause verdient hat. Mikko sehe ich jetzt nicht so. Also ich habe ihn nie kritisch gesehen. Was heißt kritisch? Wir reden natürlich über die Fehler und das ist offensichtlich, dass er in Darmstadt einen Fehler gemacht hat. Ansonsten halte ich ihn für einen sehr guten linken Verteidiger. Davon gibt es nicht so viele, gerade auch mit einem wirklich guten linken Fuß. Und dass er sicherlich noch das eine oder andere hat, an dem er arbeiten muss, das ist auch keine Frage. Aber er ist ein Spieler, der aus meiner Sicht war für mich eigentlich unverständlich, dass er so in die Kritik geraten ist. Und der eigentlich ein guter Spieler für uns ist. Tobias Manske, Bild-Zeitung. Trainer Marcelo fällt aus morgen. Ist dann klar oder automatisch, dass Felipe dann spielt? Der hatte ja bei dem Heimspiel gegen Dortmund nicht einen ganz glücklichen Auftritt, aber du bringst ihn ja immer dann in den letzten Minuten noch für Kopfball und so weiter. Ist ja ein wichtiger Spieler für dich. Ist es klar, dass er spielt? Felipe wird spielen, ja. Stefan Hocks, Radio 21. Ohne Wenn und Aber hat der Pokal immer seinen Reiz. Es schmeißen sich einige gegenseitig raus. Sie haben es ja auch schon angedeutet. Es spielt Schalke gegen Gladbach, es spielt Wolfsburg gegen Bayern.
Darmstadt gegen Hannover sind jetzt drei Duelle, die mir spontan einfallen. Sehen Sie den Pokal ein Stück weit auch als Chance tatsächlich, um eben zwar Spiel für Spiel, aber am Ende vielleicht doch mal ranzuschnuppern, nachdem es in den letzten Jahren ja nicht so gut lief im Pokal für 96? Ja, es ist, ich glaube, es ist immer ein schönes Gefühl, wenn du dich anschließend in den Bus setzt und eine Runde weitergekommen bist, wenn du wieder in der Lostrommel bist. Das ist aber für jeden Club, ob das jetzt für einen Pokalsieger ist oder für einen Landesligist, der mit in der Lostrommel ist, dasselbe. Und ja, das ist einfach ein schönes Gefühl, aber man beschäftigt sich natürlich während der Spiele, die liegen ja dann zwei Monate auseinander, eigentlich wenig damit, sondern ausschließlich die zwei, drei Tage vorher. Und dann guckst du nochmal drauf, gegen wen du die nächste Runde spielst. Also wie gesagt, das ergibt sich dann, ob es dann eine Chance ist oder nicht. Ja, und wir brauchen jetzt nicht darüber zu sprechen, dass das ein Spiel ist, was offen ist, was kompliziert ist in Darmstadt, keine Frage. Aber wie gesagt, wir werden jetzt noch die paar Stunden nutzen, uns vorzubereiten. Wir werden nachher in Ruhe da im Zug runterfahren nach Darmstadt und werden die Herausforderung annehmen und versuchen natürlich mit aller Macht eine Runde weiterzukommen. Dirk, war der Finger eine Meldung oder? Ja, es war so eine Nachricht. Okay. Dann würde ich abschließend nochmal nachfragen, ob es noch Fragen an Michael Fronzek gibt. Julia Metzner, NDR Hörfunk, ja. Vielleicht noch eine so zum Gefühl. Wie ist denn das als Trainer? Spüren Sie bei der Mannschaft, bei den Jungs eine andere Aufregung? Ich meine, die Bundesliga ist ja Aufregung genug das ganze Jahr über, aber vor so einem Pokalspiel ist da ein anderes Kribbeln. Gibt es das noch bei Profis? Nee, habe ich aber als Spieler auch nie gespürt. Also Pokal ist halt der Unterschied, dass du dass es wirklich so ist, dass es nach dem Spiel weitergeht oder Schluss ist in diesem Jahr. Und alles andere, das ist ja das im Grunde genommen dieselben Voraussetzungen wie vor dem Bundesligaspiel in Darmstadt. Da sind keine großen Unterschiede. Dann würde ich schließen mit der Information, mit der bemerkenswerten Information, dass uns über 1000 Fans von 96 an diesem Dienstagabend nach Darmstadt begleiten werden. Also sicherlich auch eine tolle, sehr zahlreiche Unterstützung unter der Woche bei diesem späten Spiel, Anstoß 20.30 Uhr ja, in Darmstadt. Michael, vielen Dank. Danke Ihnen und euch und noch einen angenehmen Tag.